Hey Leute, ich bin's Phil und heute spiele ich mal wieder eine weitere Find-the-Button-Map mit insgesamt 15 Leveln diesmal. Da vorne stehen die Regeln auf zwei Sprachen sogar diesmal. Ist natürlich immer das gleiche und wir haben hier noch eine Kiste zu beginnen. Da kann ich mir Hebel rausnehmen, falls ich glaube ich mal ein Level nicht schaffen werde, wenn es vielleicht eventuell ein bisschen zu schwierig ist. Aber gut Leute, ich kann gleich mal auf Start drücken. Falls ihr mehr von sowas sehen wollt, lasst gerne mal ein Like da, auch ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und hier ist erstmal was explodiert und ich bin im ersten Raum. Ich habe 7 Hebel, insgesamt 15 Level, aber ich werde natürlich versuchen, so möglichst wenige davon zu benutzen. Und das ist halt so ein Level wirklich, was so unübersichtlich ist. Einfach nur mit vielen Bäumen platziert. Oh Leute, und da muss ich irgendwo den Knopf finden. Die Frage ist, wo kann der versteckt sein? Der kann halt in jeder kleinsten Lücke sein. Im Wasser glaube ich eher weniger. Aber hier zum Beispiel, da oben drauf oder so. Die Frage ist, wie komme ich da hin? Und hier geht es aber irgendwie nicht weiter nach oben. Das sind überall Barrier Blocks. Oh nein, aber ich glaube mal, bestimmt ist da oben irgendwie so ein Eingang. Da geht es aber auch nicht weiter. Also was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Hier vielleicht doch nochmal zufällig was? Oh, vielleicht. Ich sehe was. Oh mein Gott, okay, den Hebel habe ich gar nicht erst entdeckt. Beziehungsweise den Knopf. Fake Button. Wow, ist ein Fake Knopf. Ich habe mich halt die ganze Zeit gefragt, wie ich da weiter hochkomme, weil hier überall Barrier-Blocks sind und ich habe jede Lücke schon gefühlt ausprobiert, aber das ist halt einfach ein Fake-Button. Groß steht es auch schon da, aber naja gut, was soll man machen? Oh, hier habe ich noch was entdeckt. Da unten drunter, da kann was sein, da ist eine Leiter. Die Frage ist, wie komme ich da runter? Also das ist jetzt momentan noch nicht die Version, wo man hier schwimmen kann im Wasser, aber ist da unten irgendwas? Ja, ich habe einen Knopf gefunden. Room 1, clear. Und ich glaube mal, jetzt werde ich gleich in den zweiten Raum teleportiert. Perfekt. Wie es aufgebaut ist, ist schon mal echt nice. Aber ich habe schon ewig wirklich dafür gebesucht. Und ja gut, jetzt muss ich hier bei einem riesigen Haus suchen. Die Frage ist erstmal, ja, nicht, dass dahinter was versteckt ist. Ganz auffällig. Man muss halt wirklich ganz genau alles anschauen. Aber ich denke mal, dahinter wird noch nicht irgendwas versteckt sein. Weil im Haus ist natürlich auch noch was drin. Also hier gibt es was. Da sehe ich schon mal einen Knopf. Das ist ein Fake-Button natürlich mal wieder. Ja, zu viele Fake-Knöpfe eindeutig hier versteckt, Leute. Aber es kann natürlich jetzt hoffentlich ein leichter Knopf diesmal woanders versteckt sein. Dahinter, ich glaube mal, da gibt es kein Versteck. Vielleicht oben drauf in der Lücke. Aber es gibt noch einen zweiten Stock. Ich denke mal, dass er da drin sein wird. Einen dritten gibt es halt auch noch. Oh je, das heißt, es wird doch ein bisschen schwieriger, glaube ich. Vielleicht ja noch im letzten Raum. Vielleicht in irgendeiner Lücke. So Leute, da muss doch noch was drin sein. Aber es sieht... Doch, da ist... Ich glaube mal, da ist eine Lücke und da sehe ich sogar den Knopf. Das ist zu 100% der richtige Knopf, Leute. Fast hätte ich es übersehen. Oder ist es überhaupt einer? Doch, das ist ein Knopf. Aber wie komme ich da dran? Jetzt vielleicht? Ja, ich habe ihn. Und Room 2 ist, ja, auch clear. Perfekt, das habe ich geschafft. Ja gut, sonst hätte er vielleicht auch keinen dritten Stock gebaut. Aber gut, da muss man natürlich dazu reingehen. Jetzt bin ich in der Mine. Und ich habe natürlich noch nichts geskippt. Das ist doch schon mal sehr schön. Und da kann es halt auch in jeder Lücke sein. Was ist das hier? Ein ganz normaler Block. Hier geht es halt auch noch runter. Oh nein, da kann es halt jeder Steinknopf sein. Das ist halt viel schwieriger irgendwie, wie so ein Holzknopf, habe ich das Gefühl. Und da oben ist, glaube ich, mal nichts drauf. Schaue ich aber trotzdem nochmal zur Sicherheit. Aber da ist natürlich nichts. Kann man auch, glaube ich, gar nichts platzieren. Und ich denke mal, hier oben ist halt nichts gebaut. Sonst wäre auch hier unten, glaube ich mal, keine so riesen Mine. Und da ist ein Minecart. Da kann ich doch reinklicken. Nee, aber das geht nicht. So, vielleicht abbauen. Vielleicht muss ich das ja auch echt abbauen. So, da ist jetzt vielleicht ein Knopf dahinter. Aber ich glaube es auch nicht. Oder ich brauche halt so das, um hier reinzufahren. Jetzt bin ich hier drin. Ja, nice. Gefangen. Das war, glaube ich, nicht so gut. Leute, das Problem ist auch, sobald ich in den Game Mode 1 gehe, ich kann noch nicht mal cheaten. Habe ich gerade herausgefunden. Was ich aber machen kann, ist zwar 460 und dann mich wieder teleportieren. Ich glaube mal, das müsste doch gehen. Und jetzt bin ich wieder hier draußen. Okay, so ging es auf jeden Fall auch. Aber da war schon mal nicht in der Mine. So, zum Glück geht es hier weiter. Aber ich muss noch den Knopf finden. Da oben. Da könnte doch... Oh, da ist sogar was. Das war ein Fake-Button. Der war aber richtig gut versteckt. Schade, ich hätte echt gedacht, dass ich es jetzt ja, schon gefunden hätte. Da wäre ich jetzt, da bin ich echt nur aus Zufall drauf gekommen. Da war es aber leider nicht. Vielleicht hier natürlich auch nicht.
Da sehe ich nochmal einen Knopf. Der ist es gar nicht. Okay, die Frage ist halt, da unten habe ich ja schon fast alles abgesucht. Oben kann es halt... Oh, Moment. Da gibt es noch eine Lücke, die sieht gut aus, aber ich glaube mal, die hätte ich schon von einem einen Punkt gesehen. Kann aber trotzdem nochmal schauen. Aber doch, da ist sogar was. Da war der Knopf direkt nebendran. Und das habe ich die ganze Zeit nicht gesehen. Alter, die Verstecke sind echt gut gemacht. Aber zum Teil auch ein bisschen Pech, was es angeht. Und jetzt bin ich in einer Bücherei. Und das Level sieht echt mal anders schwierig aus. Okay, da suche ich mal erstmal bei den Gemälden ab. Nicht, dass da was sein kann. So, dahinter kann ich das auch abbauen. Das kann ich sogar abbauen. Aber ich bin mal nicht so leute. Ich versuche auch mal so hier reinzulaufen. So, hier vielleicht irgendwas. Auch nicht. Vielleicht ist es auch überall nur Ablenkung. Und wenn was ist, oder sehe ich sogar was, dann ist es vielleicht, da gibt es dann vielleicht nichts. Da drin ist aber kein Knopf. Nee, da sehe ich gar keinen Knopf. Das ist, glaube ich, mal echt nur zur Ablenkung. Doch, da war sogar einer. Perfekt getan bei dem Holz. Aber wer hätte es gedacht, wieder ein Fake-Button. So, vielleicht hier irgendwas. Auch kein Gemälde. So, komm, die baue ich jetzt mal ab. Ich will nicht zu viel Zeit verschwenden. Ich glaube mal, dass es aber irgendwas anderes ist. Oh, da geht sogar rein. Da ist was. Das ist der Richtige. Das war, glaube ich mal, richtig. Ja, aber gut. Ich wäre jetzt eh alle abgelaufen. Von dem her hat es jetzt keinen großen Unterschied gemacht, ob ich jetzt die abgebaut hätte oder nicht. Aber ich bin jetzt im Raum 5 und das ist ein Schneelevel. Und da sind ein paar Köpfe drin. Und da ist es auch echt immer gemein, wie man die Knöpfe so verstecken kann. Da kann man halt gut so ein paar Lücken ausnutzen, aber ob der das gemacht hat, ist die andere Frage. Hier geht's runter und hier ist einfach mal gar nichts. Was soll das bedeuten, Leute? Vielleicht ist er aber doch ganz auffällig in einem Baum, weil man da nicht direkt danach sucht. Aber das hätte ich, glaube ich, auch schon gesehen. Deswegen schaue ich jetzt eher mal so auf den Boden. Nicht, dass es da eine kleine Lücke gibt. Oh, da ist was! Fake-Button, wieder ein Fake-Button. In jedem Level erwische ich irgendwie einen, nicht direkt auf Anhieb den richtigen. Aber wenn es hier oben schon einer ist, der fake ist. Ja, wobei, der letzte war auch nah dran am anderen. Aber ich glaube mal, dass es hier dann doch woanders ist. Vielleicht ist es ja auf dem Iglo. Das habe ich auch noch nicht bedacht. Aber ob man da so gut was verstecken kann, ist die andere Frage. Aber bei Schnee ist alles möglich. Aber hier ist halt auch nichts. So langsam, ich suche hier wieder gefühlt seit 5 bis 10 Minuten. Aber es gibt hier leider nichts, was ich bisher gefunden habe, außer den Fake-Button. Ich habe, glaube ich, mal was gefunden, aber da kommt man nur von einer Stelle hin. Zwar hier. Und da ist sogar echt eine Lücke. Der Knopf ist es zu 100%. Und er war es auch. Da habe ich jetzt wieder ewig dafür gebraucht. Aber clear, perfekt. Und ich bin im Raum 6 angekommen, was mit Wasser zu tun hat. Vom Aufbau, glaube ich, werden die Level immer schwieriger. Vielleicht habe ich ja jetzt aber Glück und finde den Knopf auf Anhieb. Da geht es sogar runter. Hier geht es nach oben aufs Dach. Also wie viele Stellen will er hier einbauen, wo man den Knopf verstecken kann. Hier oben ist einer. Und das war natürlich ein Knopf, der gar nichts macht. Ich gehe jetzt mal nach unten, sonst hätte er das vielleicht auch nicht gebaut. Und hier ist eine Kiste mit nichts dahinter. Oh, vielleicht doch. Da ist was. Da ist ein Hebel. Das ist natürlich wieder ein Fake-Button. Leute, ich glaube mal, komm, ich habe noch keinen eingelöst. Da ich noch ein paar andere Level anschauen will, skippe ich den Raum jetzt einfach mal. So, einmal geskippt. Ich bin jetzt im nächsten Level Nether. Und das sieht auch nicht gerade einfach aus. Da werde ich bestimmt wieder gleich so einen Fake-Button finden, wie jetzt den hier. Das war natürlich ein Fake-Button. Ja, gut, ich habe nicht gewusst, dass da was ist, Leute. Aber ich habe es mir vorstellen können. So auffällig platziert man keinen Knopf. Oder der Ersteller zumindest nicht. Aber die Map ist halt echt schwer. Nicht zu schwer, aber auf jeden Fall auch nicht zu einfach. Das auf keinen Fall. Vielleicht, ja, warum gibt es hier einen Jump'n'Run? Ist da oben was? Warum ist da was, Leute? Hier zumindest schon mal nicht. Dann halt vielleicht irgendwo in der Lava. Aber ich glaube mal nicht, dass das so mies ist. Was ich mir dann gut vorstellen kann, unter der Brücke. Oh, da kann sogar echt gut was sein. Oh, da, doch, da ist ein Knopf. Okay, den kann man erkennen. So, ich drücke jetzt, oder halt mal die ganze Zeit gedrückt. Das ist ja zu 100%. Das ist ja richtig schwierig. Das kann man schaffen. Oder es ist halt eine Ablenkung. Aber ich habe es geschafft. Den habe ich, glaube ich, mit Abstand am schnellsten gefunden, glaube ich. Und jetzt bin ich in der City unterwegs. Da gibt es natürlich auch viele verschiedene Türen. Das ist vielleicht hinter einer Tür. Das ist ein gutes Versteck. Hinter Bannern kann es natürlich auch sein. Wo ich aber noch nicht war, in dem Haus. Und da ist ein Steinknopf. Aber das ist auch zu einfach. Das war ein Fake-Button. Da ist aber was. Den Trick kenne ich mit der Tür. Deswegen glaube ich mal, dass da unten der richtige ist. Und es war sogar der richtige Knopf. Direkt am Fake-Knopf dran. Okay, das war auch ein cooler Raum. Nicht zu schwer. Und wir haben Snow 2. Es gibt ein zweites Schneelevel.
Und da ist sogar ein Knopf. Oh, das sind überall Knöpfe dran. Hier auch. Nicht, dass es da einer ist. Und da ist sogar eine Kiste, wo aber nichts drin ist. Da an der Seite ist auch nichts. Deswegen glaube ich mal, dass es hier nicht ist. So, da hat es so ein schönes Haus gebaut. Dann glaube ich wirklich mal, dass es in diesem Haus was sein kann. Eine Druckplatte, die allerdings nichts auslöst. Das war ein Fake-Knopf. Das war mir natürlich klar. Und dahinter ist aber, glaube ich mal, nichts mehr. Vielleicht habe ich ja doch eine Idee, wie ich es machen kann. Ich muss irgendwie auf den Baum kommen. Ich bin jetzt auf dem Baum drauf, so durch das Lama. Und ich glaube mal, dass ich dann so irgendwie von da vorne rüberspringen muss auf den Baum. Oder auf das Dach, eher gesagt. Aber ist es nicht ein bisschen zu weit weg? Ich glaube mal, es ist sogar zu weit weg. Da ist halt aber auch nochmal eine Falltür. Und da oben ist der Kamin. Aber ob man das da drauf schafft? Vielleicht von der anderen Seite. Das soll jetzt bitte auf den Block da oben gehen. Aber das will nicht so ganz, habe ich das Gefühl. Jetzt vielleicht. Jetzt. Oh, ich glaube mal, dass ich gleich hochspringen kann. Ich hätte es fast geschafft. Ich glaube mal echt, dass oben da der Hebel ist. Aber Leute, ich skippe jetzt auch mal dieses Level. Ich will mir das 10. Level jetzt noch kurz anschauen. Und es ist jetzt ein Farm-Level. Oh je, mit ganz viel Weizen. Der kann halt theoretisch überall in jeder kleinsten Lücke versteckt sein. Auch in einem Haus oder in der Mühle. Aber gut, da kann man auf jeden Fall erstmal auch so ein bisschen danach suchen. Ich glaube aber nicht, dass er hier versteckt ist. Kann ja nochmal ganz kurz ins Haus rein. Und selbst hier, das alles verwinkelt. Und vielleicht ist er irgendwo dazwischen, da oben, und man muss da irgendwie hochkommen. Aber gut, Leute, ich würde sagen, an dieser Stelle beende ich einfach mal das Video hier. Ich habe jetzt ein paar Level gemacht. Ist auf jeden Fall, hier habe ich noch einen Knopf, Fake-Button. War auf jeden Fall eine extrem coole Map. Nicht so einfach, nicht so schwer. Es sind coole Verstecke dabei gewesen. Deswegen, falls ihr davon mehr sehen wollt, lasst gerne mal ein Like da. Auch ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ansonsten könnt ihr natürlich auch noch gerne alle anderen Links in der Videobeschreibung auschecken. Wie Instagram, Snapchat, könnt ihr mir gerne folgen. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder im neuen Video. Haut rein und ciao!